Hallo sagen Ihre beiden Kommentatoren, Frank Buschmann und Barney Beugmann. Gleich geht's los mit dem Spiel. Gleich geht's los. Zwei Mannschaften, die in etwa ebenbürtig sind. Ja, da kann man, glaube ich, Manni, von Augenhöhe sprechen, von absoluter Ausgeglichenheit. Aber das könnte ja spannend werden. Das war der Anpfiff des Schiedsrichters. Also mal ganz ehrlich, so hältst du keinen Angreifer. Die Möglichkeit. Kopfball. Der ist drin. Das nenne ich eiskalt. Erste Möglichkeit und gleich drin das Ding. Ach, und wunderschön zu sehen. Genau im richtigen Moment, also vom Timing her hochgestiegen und dann auch noch perfekt platziert. Keine Chance für den Torhüter. So, damit liegt Schalke jetzt vor. Einwurf. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Guter Angriff, aber nur im Ansatz. Der Gegner ist bereits wieder da. Und nun Jefferson Fafa. Und nun Leon Andreas. Ja, das könnte was werden. Die Abwehr schnappt sich die Flanke. Er nimmt die Kugel ganz cool an. Jetzt wird es brenzlig. Die Aktion hat einen Eckball zur Folge. Müssen sich die gegnerischen Fans aber nicht aufregen. Nee, also definitiv nicht. Es hätte eine Chance werden können, weil das Leben ist kein Konjunktiv. Das wird ganz gefährlich. Achtung! Am Tor vorbei. Achtung! Jetzt! Ups, den verzieht er. Ja, aber das stand da auch alles andere als optimal zum Ball. Und nun Jefferson Fafa. Pass. Jetzt ins Tor. Er hat ihn abgewehrt, aber nicht festgehalten. Und das rettet er schon wieder. Erster Körper und dann der Ball ins Aus. Gibt Einwurf. Ja, da muss man viel resoluter dazwischen gehen. So frei darf man natürlich niemanden ziehen lassen. Der Ball geht ins Tor aus und deswegen gibt es Abstoß vom Kasten. Ein sehr schöner Pass. Jetzt greift er ihn an. Chance zum Konter. Was machen Sie da? Den haben Sie gut eingestielt, den Konter. Aber perdu. Sicher in der Ballbahn. Das ist schon klasse, wie der Verteidiger da hinten steht.
Und da ist er gut dazwischen gegangen und hat den Angriff unterbunden. Ein Wunder. Jetzt schießt er. Und jetzt ist hier Spannung drin. Jetzt ist alles wieder auf. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Und jetzt hat sie die Chance. Ja, ja, kein Problem. Und da grätscht er den Gegner hinein. Stark gemacht. Da freut sich der Trainer. Der könnte passen. Der geht vorbei. Und das wird den Passgeber an dieser Stelle mit Sicherheit ärgern. Das war eine super Vorlage. Schlau dran. Die verstehen sich blind. Ja, so kann es weitergehen. Das ist er. Er hat den Ball sofort verarbeitet. Kommt Pfosten zurück ins Feld. Christian Pander. Jetzt könnte es gefährlich werden. Das sieht gut aus. Diesen Flankenball müssen. Schuss und überhaupt kein Problem für den Keeper. Und das macht er richtig gut. Und der Schiedsrichter entscheidet, Freistoß. Ich glaube, da können beide Mannschaften gut mitleben. 1:1 der Pausenstand. Es steht unentschieden, aber ein gerechtes Ergebnis, falls es sowas überhaupt gibt, ist das nicht. Nein, auf gar keinen Fall. Normalerweise müssen die schon mit 3-4 Dingern führen hier. Und das kann noch teuer werden. Das kann auch richtig wehtun, dass sie die Chancen nicht nutzen. Und während die Partie schon läuft, sind einige Fans noch anderweitig unterwegs in der Veltins-Arena. Ja, er hat auch Freistoß entschieden. Oh, damit haben sie nicht gerechnet. Und Achtung, genau hingeschaut. Sofort abgezogen und der Ball ist im Aus, Eckball. Jetzt sieht er ab. Den hat er gut abgeblockt. Und die Schalker holen sich den Ball. Ja, das war wichtig, wie er da hingegangen ist, wie er diese Situation bereinigt hat. Ein Traumpass. Ein Versuch der Balleroberung. Zweikampf auf die alte Art. Die Grätsche. Das ist es. Die Zuschauer versucht's mit dem Kopf. Was für eine grauenvolle Chancenverwertung. Das Bemühen, Manni, ist ja zu erkennen, aber die treffen einfach nicht. Es wird noch mal eine Auswechslung geben. Vielleicht soll der Gegner... noch mal ein bisschen verwirrt werden. Er bringt einen neuen Spieler. Jetzt bringt der Trainer einen neuen Spieler. Er will noch mal frischen Wind haben im Team. Das Führungstor muss her. Schön, er kriegt hier Unterstützung. Wer will ihn? Den Ball. Da liegt er doch. Und irgendwie kommt er an den Ball noch ran. Also der Mann hält seine Truppe hier definitiv im Spiel. Das ist eine Deuterleistung, die man ganz, ganz selten hat. Aus dieser Ecke ist nichts geworden und der Gegner ist schon wieder am Ball. Und nun Jefferson Fafan. Und der kommt genau an.
Das muss es sein. Und das ist jetzt die Möglichkeit. Da wird der Trainer zufrieden sein. Da stand die falsche Adresse drauf auf der Flanke. Der Gegner hat den Ball. Ja, da kommt was auf uns zu. Guck mal hin. Und den hält er auf. Ich gehe jede Wette ein, dass der heute ohne Gegentreffer. Und wieder ist er aufgeflossen. Er ist wirklich schier unüberwindbar. Oh, erstmal nur abgewehrt. Eine gute Position für einen, der über einen weiten Einwurf verfügt. So sieht ein Pass aus. Und sie sind nicht nur als Einheit stark, sondern auch die Einzelspieler machen da hinten einen ganz souveränen Eindruck. Die Chance! Was für eine Parade! Jetzt beeilt euch mal, da ist ein schöner Konter drin. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Ja, das hat er kommen sehen, als hätte er es geahnt. Was für ein... Geht er rein? Tor, er ist drin. Sie gehen in Führung. Jetzt müssen sie es aber wissen, dass der Mann gefährlich ist. Jetzt hat er schon zwei Tore gemacht. Ja, das müsste eigentlich einen Extrapunkt geben für diese Weltklasse-Flanke. Ein Rückstand für den FC Schalke 04. Barnetta. Jetzt müsste er flanken. Da hat kein Mitspieler eine Chance, an diesen Ball heranzukommen. Was machen die eigentlich im Training? Der Trainer bringt nochmal einen frischen Spieler. Er kann eigentlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft geleistet hat. Aber er wechselt nochmal aus. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Viel zu weit weg vom Gegner. Und wenn jetzt nach diesem Eckball ein Tor fällt, dann ist das Spiel entschieden. Bei manchen Ecken wird es gefährlich, aber hier kriegt der Gegner den Ball. Und da kommen sie und stören ihn. Wer kann sich jetzt durchsetzen? Und jetzt! Liebe Zuschauer, es hat sich gelohnt, dass sie dran geblieben sind. Hier fällt doch tatsächlich noch der Ausgleich. Ein wirkliches großes Tor, ein Tor zum Zungeschnalz. Aber der Pass, Manni, der war Zucker, sensationell. Das ist dann wieder das, was man Abstauben nennt. Genau richtig gestanden, dafür braucht man allerdings den richtigen Riecher. Ein herrlicher Treffer, das war der Ausgleich. Und das wird jetzt hier eine ganz packende Begegnung, da dürfen wir sicher sein. Ein sehr schöner Pass. Und die Abwehr aufmerksam. Da steht er gut und deswegen hat er null Probleme. Ja, aber das war auch nicht wirklich eine schwierige Aufgabe. Unentschieden steht es nach den 90 regulären Minuten.